Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Dieses Mal spielen wir wieder los mit unserem Druiden. Neue Saison hat begonnen. Wir wollen in der Leiter wieder aufsteigen. Das heißt, wir müssen ein bisschen was hier gewinnen. Dieses Statistik an der linken Seite ist eigentlich darauf ausgebaut, dass wir zum einen halt eben viel Mana ziehen können. Malfurion gegen Malfurion. Na, Druide gegen Druide. Ich muss die Welt spannen. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Das Anregen lassen wir zu. Der wippert den ganzen am Anfang hier noch gar nichts. Sondern wir brauchen laufende kleine Karten. Na, die kriegen natürlich nichts. Obwohl, wir können ein bisschen was zumindest mal machen. Aber schauen wir mal, was er spielt. Kommt auf ihn raus. Okay. Er nutzt gleich noch einen kleinen Angriff zu machen. Das ist schön, wenn er den jetzt gleich spielt. Dann habe ich nämlich hier die Möglichkeit, dadurch, dass ich gerade noch keinen Vierer irgendwie habe. Mein Yeti wäre natürlich praktisch gewesen, dann hätte ich den gleich spielen können. Oder wenn ich zweimal Zorn drin gehabt. Nein, ich habe nur einmal Zorn im Deck drin. Ich meine zweimal Anregen gleich jetzt erhalten hätte, hätte man natürlich hier gleich ihn spielen können. Und das wäre natürlich sein absolutes Todesurteil gewesen. Eine Art, weil darauf zum Antworten, das ist für einen Druiden sehr, 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 sehr schwierig. Was? Wir warten aber noch, was er jetzt macht. Ihm scheint allerdings jetzt eine direkte Antwort hier direkt zu fehlen. Klar, mit Zorn könnte er das jetzt wegmachen, aber scheint er nicht zu haben. Oder? Er sucht noch, was er spielt. Okay. Also wenn er damit jetzt den Gegner an... dann ist er blöd. Okay. Ja, das ist schön für ihn, dass er so gespielt hat. Macht mir Freude. Auch, dass wir den jetzt gezogen haben. Das heißt, ich kann nach der Runde zusammen mit dem Anregen, kann ich ihn direkt ausspielen. Für die Wildnis. Schaden drauf und es steht 29 zu 26. So. Schauen wir mal, ob er ihn jetzt wegnimmt. Wenn er einen Einserzorn hat, geht das schön. Und er spielt. Okay. Den werden wir ihm natürlich wegnehmen, wenn er überleben würde. Ne, aber er scheint sich nochmal die... Nee, er spielt noch einen Schlummi. Das ist schön. Ihn nehmen wir natürlich weg, logischerweise. Spielen aber uns noch einen kleinen Tank. Wo soll ich zuschlagen? Einmal. Weg. Und dann sollten wir das Ganze noch ein bisschen jetzt halt eben aufgelockert haben. So, was macht er jetzt? Okay. Da kommen irgendwie keine schönen Antworten insgesamt. Er spielt einen kompletten Prank. Okay. Ich glaube, ich kann sie nicht spielen, ohne da irgendwas Zweites zum Spielen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Verdiener wird in der nächsten Runde bereit sein. Und warten wir. Ist natürlich blöd. Ich hätte sie gern beispielsweise hier dagegen genommen. Oder gegen einen anderen. Naja. Hat jemand den Arzt gerufen? Und mal schauen, ob er jetzt wieder meinen Gegner angreift. Das wäre blöd. Und er macht's blöd. Ja. Wir nutzen das Ganze, um eine Karte zu ziehen. Karte ziehen. Zack. Ja, sehr schön. Den hätten wir vielleicht schon früher gebraucht, aber ist auch so schön. Wir gehen in den Angriff. Wir legen uns nochmal einen Schaden drauf. Und haben sowohl Kartenvorteil als auch Deckvorteil. So, jetzt komm. Pandaria wird uns gehören. Ich spiele den Tank rein, das ist okay.
Mal schauen, ob er nochmal auf die Klerikerin geht. Er geht auf die Klerikerin. Okay. Jeder fängt mal klein an. Wir spielen den Erdenmutter ist nah. Wunderbare 14er, weil er halt eben zweimal diesen Schaden drin hat. Also, er hat halt eben den Todesröcheln-Effekt. Mal schauen, ob er eine Stille hat. Na. Er haut seine hohen Karten raus. Sind auf uns gerichtet. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können jetzt 7 haben noch 3. Dann könnten wir einen doppelten Weg hier reinhauen. Wir kriegen es echt schön. Niemand kommt an mir vorbei. Die drei lassen uns anlegen. Und wir gehen in den direkten Angriff. So. Nächste Runde. 8. Manipulator lassen wir. Er könnte noch irgendwas Großes drin haben, aber es sieht nicht aus. Es sieht ein Sie starker Anfänger an. Okay. Er wird nicht wieder auf einen von uns laufen, oder? Nein, er geht uns direkt ins Gesicht. Das ist schön. Soll ich da dafür ihn verschwenden, überlege ich gerade. Ja, machen wir, komm. Was soll der Gates? So, und dann ziehen wir noch 2 Klappen. Hauen uns noch ein Gipfel drauf. Schon wegen 12 Schaden auf dem Deck, die er wegkriegen muss. Sonst hat er ein Problem, weil wir haben 13 und er hat nur noch 11, beziehungsweise hier haben wir auch noch mal einen Schaden. Er kriegt es aber nicht weg. Er haut sich einen 4er Schaden drauf. Ich könnte ihn jetzt natürlich wunderbar ärgern, indem ich ihn ausspiele. Lebt das! Ja. Bringt ihm nichts. Wir kommen an seinem Türchen vorbei. Er hat noch 1 und geht uns direkt ins Gesicht. Gut. Dann können wir das Ganze hier beenden. Ja. Gut gespielt. Wir geben ihm ein gut gespielt. Wir machen noch ein bisschen Verdopplungsspielchen. So. Nicht, hallo, Pora. Ich bin unbesiegbar. Und noch einmal drauf. Also eine viel sehr einfache Runde heute mit unserem Trieben war jetzt nicht bald das schwere Gegner weg, aber es macht nichts. Wir wollen ja aufsteigen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen was gebracht. Ihr konntet ein bisschen was sehen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt bitte in die Kommentare, dass es euch gefallen hat. Gebt ein Like oder ähnliches. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dürft ihr diese auch gerne posten in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ciao, ciao.